So, jetzt habe ich hier unseren zweiten Fighter des Tages, und zwar den Omar. Omar, dein letzter Kampf war eine sehr, sehr knappe Niederlage. Du hast deiner Community und uns allen versprochen, dass du stärker wiederkommen wirst. Erzähl mal, was erwarten wir heute von dir? Action, wie immer. Auch Niederlage. Trotzdem war einer der besten Fights. Aber so, Leute haben ja selber Augen, so, die haben ja gesehen, was da passiert ist. Ich finde, es hat nicht so viel Sinn, darüber jetzt zu reden. Meiner Meinung nach, der Kampf soll nochmal bewertet werden, was es auch tatsächlich gemacht wird. Was heute erwartet, diesmal mit mehr Vorbereitung. Wenn ich heute wieder verlieren sollte, weil Allah ist der beste Planer, weiß am besten, dann haben wir zumindest unser Bestes gegeben, weißt du? Also können wir uns heute auf Entertainment und auf einen spannenden Kampf freuen, sagst du? Ist wie immer, meine Kämpfe sind nie langweilig. Alles klar, viel Erfolg, Mann, ne? Dankeschön. Ich habe hier ein neues Gesicht an meiner Seite, und zwar den Georgi, der heute sein Defend-Debüt macht. Georgi, erzähl uns mal, was ist deine Base? Mama e Thai Kickbox. Und hast du dich gut auf deinen Defend-Kampf vorbereitet? Wie liefen die Vorbereitungen? Ну, я за неделю, ну, так, чуть-чуть, нормально. Das ist ja dein allererster Defend-Kampf, und du trainierst ja auch nicht so lange. Kommt da eine gewisse Nervosität, also hast du ein bisschen Druck auf den Schultern? Чуть-чуть есть. Ну, а так, посмотрим. Alles klar, Georgi, ich wünsche dir viel Erfolg. Herzlich willkommen, Defend Army. Karo Babayan wieder am Start für euch. Am Sonntag treffen sich hier Georgi und Omar auf dem Rasen bei Defend. Omar kennen wir ja schon, er ist ein bekanntes Gesicht. Auch bei TikTok sehr, sehr berühmt unterwegs, der gute Mann. Aber Georgi macht hier seinen allerersten Kampf. Er hat hauptsächlich Thai-Box-Background, trainiert aber auch MMA. Und die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Wie geht er mit der Nervosität hier beim ersten Kampf um? Vor allem ist Omar ein relativ bekannter Gegner, und da haftet natürlich ein gewisser Druck auf den Schultern, wenn man gegen so einen Gegner kämpft, vor allem der so berühmt ist, und man auf einmal merkt, man hat hier wesentlich mehr Reichweite, die man hier mit reinbringt in diesen Kampf. Darum bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Denk an die Drei-Punkt-Regel: drei Punkte am Boden, keine Kicks zum Kopf, okay? Shake hands, wenn ihr wollt, jetzt. Hello, rein. Ja. Red! Blue! Fight! Georg steht hier sehr, sehr aufrecht und ist noch recht verkrampft. Also man sieht, er hat noch viel, viel Spannung in seinem Körper. Omar, wow, wundervoller Kick nach oben. Wundervoller Kick nach oben, sehr schön ausgeführt. Aber Omar ist hier wesentlich entspannter, man sieht das. Und das kann natürlich im Verlauf des Kampfes dafür sorgen, dass man hier sehr, sehr viel unnötige Energie verbraucht. Omar direkt mit einem Single Leg hat auch geschafft, den Kampf zu Boden zu bringen. Ah, macht Omar gut, er hat die Beine von Georg geklammert. Oh, Georg hat hier einen Sweep versucht, aber Omar hat das genutzt und hat eine Brücke gemacht und ist direkt zu Side Control rübergegangen. Aber das macht die Georg schlau, er lässt den Bodylock nicht los, damit das Omar schwerer fällt, die Position zu sichern. Ah, jetzt hat Georg einen kleinen Fehler gemacht. Er wollte rausschrimpen und hat so erlaubt, dass Omar ihn auf den Boden pinnen kann mit seinem Rücken. Jetzt ist die Position relativ sicher. Oh, hat hier Georg sehr, sehr gut gemacht. Er hat eine kurze Lücke genutzt, um aufzustehen, aber Omar klebt wieder direkt an seinem Rücken. Gut gemacht von Georg. Hat er wunderschön gemacht. Er hat die Lücke genutzt, ist direkt aufgestanden und hat den Kampf wieder auf den Stand verfrachtet. Wow, wunderschön getroffen mit dem linken Kick. Schön mit dem rechten begonnen, mit dem rechten Haken und mit dem linken Kick auf dem King getroffen, aber die Deckung von Georg war noch dazwischen. Sonst wäre das ziemlich gefährlich geworden. Georgi hier ein bisschen ungestüm reingegangen, einfach aggressiv hat er versucht, hier reinzugehen. War nicht sehr präzise, was er gemacht hat, aber man sieht eindeutig, da steckt Kraft hinter. Jawohl. Georgi, du musst boxen, du kannst doch boxen, Junge. Vergiss diese Kicks, du bist doch Boxer. Noch
30 Sekunden. Jawohl. Fabio. Ja, schön gemacht von Omar wieder. Weiter, geh rauf, Georg. Aber was ist jetzt passiert? Hand raus, alles ist gut, alles wow. gut. Wow, Georg hat ihn direkt gesweept und ist jetzt umgelandet. Ich wollte gerade sagen, Georg geht ein bisschen ungestüm rein mit den Schlägen, sodass Omar ganz einfach abtauchen konnte, um ihn runterzuholen. Aber Georg hat das Ganze direkt gedreht und ist jetzt an der oberen Position gelandet. Georg, nur schlagen, nichts anderes, nur schlagen, nichts anderes, nicht hinterkommen. Ja, Omar hat hier auch einen Butterfly-Hook genutzt, um aufzustehen. Hat sich jetzt zum Turtle gedreht, aber hier darf man nicht lange bleiben. Schöne, schöne, harte Fäuste und Knie von Georg. Wow, okay. Das macht es jetzt natürlich schwer, diese erste Runde zu bewerten. Ich fand, Omar war am Stand eindeutig dominanter, beziehungsweise hat die klareren Treffer gelandet, hat den ersten Takedown gelandet, den zweiten Takedown letztendlich auch gelandet, am Ende der Runde, aber wurde dann gestreamt. Wen gibt man jetzt diese Runde? Wow, wirklich schwer zu bewerten. Wirklich schwer zu bewerten. Zweite Runde beginnt. Ich bin echt gespannt. Vor allem, ob sich die Nervosität jetzt bei Georg gelegt hat und er jetzt hier ein bisschen mehr aufdreht. Manche Menschen brauchen diese erste Runde, um richtig aufzuwachen. Ich hätte, wenn ich in Georgs Ecke wäre, gesagt, dass er im Stand bleiben soll und dass er die Kicks weglassen soll. Denn die Kicks sehen für mich nicht ganz so sauber aus, die er hier raushaut. Omar hätte ich gesagt, er soll einfach machen, was er vorher gemacht hat. Im Stand weiter versuchen. Wow, schöner Spinning Backkick. Ging auch gut auf den Körper. Aber leider war er noch zu nah dran, sein Bein war noch geknickt. Hätte Georgi es geschafft, aus einer weiteren Distanz sein Bein komplett zu strecken, wäre da wesentlich mehr Wucht reinkommen. Aber harte, harte Schläge von Omar, habt ihr es gesehen? Wow, was für eine Schlagsalbe! Oh, das ist gefährlich! Wow, wow! Was hat ein Omar da auf einmal rausgehauen für eine Schlagsalbe? Also ich habe gedacht, das wär's. Von Georgi kam da nicht viel an Gegenwehr. Hat sich einfach nur hinter der Doppeldeckung versteckt, war leicht am Wackeln. Ich frage mich, warum Omar den Takedown geholt hat. Er hätte einfach im Stand weitermachen sollen. Georg sah da sehr, sehr stark unter Druck gesetzt aus. Ja, der Ref stellt hier natürlich die beiden wieder auf. Das war wieder der Bodylock von Georgi, der nicht zugelassen hat, dass der Kampf einfach weitergeht. Jetzt stellt sich die Frage, wie viel Kraft hat das Omar gekostet? Du hast genug Zeit, komm Junge. Jetzt nur nicht nachlassen. Jawohl! Ja, schön. Also die Fäuste von Georgi gefallen mir. Man sieht auch, da steckt richtig viel Kraft hinter. Ich finde, er sollte sich wesentlich mehr darauf konzentrieren, als auf seine Kicks. Schön. Jawohl. Omar jetzt schon zum zweiten Mal mit dem Spinning Backfist, aber trifft zum zweiten Mal die Schulter. Kopf nicht runter! Ah, oh, schöne Antwort auch von Omar. Also das war, wow, wunderschöner Spinning Backkick. Oh, das war jetzt unglücklich. Omar hat jetzt schon zum dritten Mal den Spinning Backfist versucht. Schon wieder den Arm oder die Schulter getroffen. Ausgerutscht. Und jetzt hat Georg die Top-Position. Wundervoll, wie Omar das auch gemacht hat. Er hat hier diese kurze Lücke genutzt, um auch wieder aufzustehen. Aber er muss sich mit dem rechten Arm Underhook auf der linken Seite von Georgi sichern. Dann könnte er sich direkt drehen und aufstehen. Beziehungsweise aufrichten. Omar hat es hier mit einem Trip versucht, aber nicht geschafft. Georgi hat natürlich gerochen, es war zu langsam umgesetzt.
30 Sekunden. Hey, Knie. Nee, das war nicht am Kopf. Am Körper, Salon. Nein, am Körper darf das. Also bei der 3-Punkt-Regel ist das so, dass man keine Knie zum Kopf mehr bringen darf, aber zum Körper, wie Georg das gemacht hat, ist es erlaubt. Das ist halt das Dilemma, was man hat. Wenn man jemanden so festhält in der Position, wenn man anfängt zu schlagen, hält man seinen Gegner nur noch mit einer Hand. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass er da rauskommt. Schöne Schlagseite von Georgi. Oh, wundervoller Slam von Umar. Bei Georgi, er geht gut mit den Fäusten rein. Aber ich finde, er sollte Abstand halten. Er läuft immer so stark rein mit seinen Schlägen, dass Umar eigentlich nur noch abtauchen muss und ihm aushebeln kann und zu Boden. Also diese Runde ging für mich eindeutig an Umar. Так, как тебе удобнее. Нормально, красавчик. Пойдем. Ты не тарай, он ворвал, где он? Die dritte Runde geht los. Ich bin echt gespannt. Erste Runde, meines Erachtens nach, wenn ich die geben müsste, hätte ich sie Umar gegeben. Aufgrund der härteren Schläge im Stand, aber hätte man auch unentschieden geben können, diese Runde. Zweite Runde, eindeutig Umar. Also es geht hier jetzt wirklich bei Georgi um den Sieg. Er muss hier wirklich ein TKO, meines Erachtens nach, ein K.O. oder eine Submission herbeizaubern, um zu gewinnen. Oh, schöne Linke, die er da getroffen hat. Ging auch teilweise in die Deckung. War genau auf dem Kinn von Umar platziert. Hätte gefährlich werden können. Aber Umar antwortet jetzt auch richtig schön mit seiner Rechten. Trifft auch schön glatt ins Gesicht. Und das ist das, was ich wieder meine. Wenn Georgi angreift, dann geht er einfach zu stark rein. Sodass er mit geknickten Armen letztendlich schlagen muss. Und dann kann Umar ihn einfach runterholen. Ja, noch ist das schönes Ground and Pound. Das waren keine Hinterkopfschläge, es ging eher an die Seite. Und deinen rechten Fuß nach hinten drücken. Drück nach hinten, er lässt los. Ja, genau. Schlag nach hinten. Deswegen kurz seitlich da aus mir. Einfach da aus mir. Ja, das macht Umar jetzt gut. Also wenn jemand das Bein so greift, wie es Georgi gerade macht, wenn man ihn lange genug schlägt, muss er einfach aufhören damit. Aber hier muss er halt immer aufpassen, dass er sein Bein nicht zu stark gezogen bekommt und seinen Rücken dann auf dem Boden landet. Umar muss hier genau das machen, was er jetzt macht. Er muss sein Bein ausstrecken, aber nach hinten weg, damit Georgi viel Spannung in seinen Griffen hat und das Ganze nicht mehr halten kann. Das Leo na gut für dich ist. Schlag, nicht reden. Schlagen. Ja, hier, Umar muss einfach spawnen. Er muss einfach spawnen jetzt. Oh, das war ein Hardkick. Backmount? Aber hat sich den Backmount noch nicht ganz gesichert? Oh, das war schon fast wie ein Straight Armlock fast. Weil Umar seinen Arm ausgestreckt hat auf dem Boden. Renaked Choke, ist er drin? 40 Sekunden noch, Jungs. Nein, der hat den Nacken gar nicht. Nein, diese Schläge nicht gut.
Aber hier muss Omar aufpassen. Er ist ziemlich stark nach vorne gelehnt. Wenn er nicht aufpasst, kann ihn Georgi letztendlich vorne rüberschieben und ihn auf den Rücken auf den Boden letztendlich drehen. Aber hier ziemlich stark dominante Kontrolle von Omar. Wenn die Runde jetzt so zu Ende geht, hat er sich das Ding gesichert. Beine nicht überkreuzen. Letzten 10. Komm mal. Durch, Jo! Jetzt. Ja, das sieht so aus, als ob da nicht mehr viel passiert. Die Runde geht zu Ende. Meines Erachtens nach hier auch eine eindeutige Runde für Omar. Die erste eindeutig ging an Omar, meines Erachtens nach. Die zweite ging eindeutig an Omar. Die dritte ging eindeutig an Omar. Die erste, die war sehr, sehr knapp. Aber aufgrund der härteren Treffer von Omar hätte man sie auch Omar geben können, meines Erachtens nach, im Zweifelfall. Sonst ist die erste Runde wirklich schwer zu werten gewesen. Aber letztendlich hat Omar, meines Erachtens nach, die zweite und dritte Runde eindeutig gewonnen. Ich bin gespannt. Okay. Ja, wallah. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Vielen Dank, Bruder. Der Halk hat ja konkreten Eishi. Letzte Worte. Hast du es gesagt, dass du mehr als ein TikToker bist, oder? Ich habe gesagt, ich werde stärker zurückkommen. Ich habe es getan. Draußen ist 33 Grad. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schlimm es ist, hier zu kämpfen. Alhamdulillah. Allah war heute noch. Allah war mit mir. Alhamdulillah. Macht Sport. Hört auf mit Scheiß. Jetzt schreiben wir auf Street Fighter. Street Fighter, TikToker. Was ihr wollt. Hauptsache stabil. So, meine liebe Defend Army, der Kampf ist vorbei. Ich habe hier Omar an meiner Seite. Omar, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Dankeschön. Du hast auf jeden Fall dein Versprechen gehalten. Nach deiner Niederlage hast du dich vorbereitet, hast ein Comeback gemacht und hast jetzt deinen Sieg geholt. Also ein Mann, ein Wort, Respekt dafür. Und erzähl mal, wie fühlt es sich an, jetzt nach diesen ganzen härteren Zeiten, nach der Niederlage jetzt wiederzukommen und mal abzuliefern? Also, ich habe es verdient, ehrlich gesagt, weil ich habe alles auf leichte Schulter genommen. Aber man merkt auf jeden Fall, egal was für ein Kampf ist, geht niemals ohne Vorbereitung. Ich habe zwar auch trainiert, aber ist kein vollständiges Vorbereitung gewesen. War meine Schuld, sind keine Ausreden. Also bezüglich zu dem letzten Kampf. Zu diesem Kampf habe ich 2 Wochen Zeit gehabt, habe mich 2 Wochen etwas gut vorbereitet, an meinen Ausdauer gearbeitet, an meine Technik. Weil letztens, ich habe nicht so viel Aktion gebracht, sondern diese Einzelnen und so. Diesmal, ich glaube, man hat gesehen, reines MMA, Boden, Stand, Backfist und so weiter. Also eine geile Show. Ja. Es gab im Kampf sehr, sehr schöne Situationen von dir. Es war allgemein ein sehr, sehr guter Kampf, auf jeden Fall Kampf des Tages. Dein Gegner, der Georgi, war sehr zäh, ein guter Gegner, hat schön mitgehalten und hast auch ein paar Strikes abbekommen. Und was ich an dem Kampf schön fand, also Aktion von dir schön fand, das ist meine Lieblingskombination von dir. Wie du immer die Kombination machst und danach direkt den High-Kick ansetzt. Ja. Sehr, sehr schön gemacht. Und dann noch eine Situation, wo du, glaube ich, ihn angeklingelt hast, deinen Gegner, und sofort, ohne zu zögern, nachgehakt hast und ihn bombardiert hast mit Schlägen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich selber und viele Kämpfer, man macht allgemein selbst den Fehler, dass wenn man den Gegner gut trifft, dann sofort aufhört. Ja. Und du hast direkt nachgehakt, hast ihn bombardiert mit Schlägen. Sehr, sehr schöne Aktion, Omar, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Und möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Möchtest du noch? Ja, bezüglich zu dieses Nachsetzen, was du gerade erwähnt hast, das war auch einer der Punkte, an was ich gearbeitet habe. Weil auch wenn der Abdullah sagt, ich habe nicht angeklingelt, das habe ich tatsächlich gemacht, aber einfach keinen Druck aufgebaut. Diesmal haben wir daran gearbeitet, Alhamdulillah, Gott hat mir heute den Sieg gegeben, er könnte mir genauso Niederlage schenken. Alles, Allah ist der beste Planer, glaubt an Allah, macht keinen Scheiße.
Was ich sagen will, Abdullah, 3, 4, 5 Monate, da werden dich alle vergessen und ich werde weitergehen. Komm so schnell wie es möglich zurück. Ich will unbedingt den Rematch. Ich will keinen anderen hier sehen außer dich. Du hast an deinem besten Tag nicht mich gechoked oder Submission oder sonst was, obwohl ich so einen schlechten Tag habe. Ich warte die ganze Zeit nur auf dich hier. Ich will nur gegen dich kämpfen. Diese Rematch, ich weiß ganz genau, du weißt, du wirst verlieren. Wir warten auf dich. Und wir warten auch auf den Kampf, auf den Rematch mit Abdullah. Bald ist es soweit. Und dir auch alles Gute, Umar. Ich hoffe, wir sehen dich trotzdem bis zum Rematch gegen Umar nochmal wieder. Zu meinem Gegner, ein sehr stabiler Fighter, eine außergewöhnliche Stand, also von Rechtsausleger, sind sehr unpassend zu mir. Deswegen war auch sehr schwer, sehr gute Ausdauer, sehr, sehr Respekt an ihn, ein sehr, sehr guter Fighter. Ja, Mann, Leute, Assalamu alaikum, wir sehen uns noch in 2, 3 Wochen. Und danke, Umar, für die schönen Worte. Dir auch alles Gute und ich hoffe, wir sehen dich wieder. Dankeschön. Ach jo! Du, du, du!